Dieses Video ist der Bundeskanzlerin gewidmet. Es soll ein qualitativer Schritt nach vorn sein, um deutsche Verben zu hören und gleichzeitig in einer von 12 Sprachen als Untertitel lesen zu können. Und am Ende, wenn man das denn ausreichend geübt hat, dann kann man auch eine Lernerfolgskontrolle machen, die automatisch ausgewertet wird. Und das Ganze ist überall auf der Welt frei verfügbar. Fangen wir an mit der Erklärung des Bildschirms. Das Video ist auf YouTube verfügbar. Das ist der Titel hier oben. Und die Untertitel, die kann man hier unten rechts einschalten, wenn Sie einen PC haben. Da finden Sie hier diese Einstellmöglichkeit über dieses Rad. Und wenn Sie da draufklicken, dann können Sie eine von 12 Sprachen auswählen. Hier ist jetzt Chinesisch ausgewählt und wird auch angezeigt. Sie sehen, hier steht Chinesisch das Wort oder die Worte, die wir hier für ziehen verwenden. So, das ist also hier möglich. Das Bild hier dient Ihnen zur Erklärung. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze dann auch auf einer Lernplattform zu überprüfen, ob Sie es auch verstanden haben. Abwaschen. Das Auto wird abgewaschen. Anbieten. Ein Geschenk anbieten. Anfangen. Der längste Weg fängt mit dem ersten Schritt an. Anfangen. Ansehen. Ein Tattoo ansehen. Arbeiten. Am Bau arbeiten. Auffüllen. Einen Tank auffüllen. Ausnehmen heißt in diesem Sinn ausschließen. Ist ausgeschlossen, dass ich dieses verstehe. Aussehen. Merkwürdig aussehen. Backen. Waffeln backen. Kekse backen. Bedeuten. Was bedeuten diese Symbole? Was bedeutet dieses Diagramm? Beginnen. Der Urlaub beginnt. Die Pause beginnt. Bekommen. Wie bekomme ich ein Visa für die Vereinigten Staaten? Bestehen. Auf seinen Ansichten bestehen. Betreffen. Es betrifft die Sauberkeit. Bieten. Welchen Service bieten diese Damen? Bilden. Reisen bildet. Bleiben. Am Ball bleiben. Braten. In der Pfanne braten. Brauchen. Liebe brauchen. Bringen. Das Frühstück bringen. Darstellen. Eine Person darstellen. Denken. Über etwas nachdenken. Dürfen. Einreisen dürfen. Empfangen. Ein Geschenk empfangen. Entsprechen. 1 Euro entspricht 7 Yen. Das stimmt nicht. Entstehen.
Ein Fluss entsteht an der Quelle. Entwickeln. Eine Software wird entwickelt. Ergeben. Neue Chancen ergeben sich durch elektrische Kraftfahrzeuge. Erhalten. Ein Visa erhalten. Erinnern. Sich an Paris erinnern. Erkennen. Eine Zwillingsschwangerschaft erkennen. Erklären. Einen Zusammenhang erklären. Erreichen. Einen Bus erreichen. Erschienen. Das Licht erschien in einer Reihe zu leuchten. Erwarten. Liebe erwarten. Ein Wunder erwarten. Erzählen. Eine Geschichte erzählen. Fahren. Auf der Autobahn fahren, ein Rennen fahren. Fallen, vom Baum fallen. Fehlen, das Portemonnaie fehlt, der Schlüssel fehlt. Finden, einen Schatz finden. Folgen, den Blicken folgen, fragen, nach dem Weg fragen, fühlen, die Enge fühlen, führen, eine Partei führen, garen, den Braten garen, geben, ein Geschenk geben, gehen, auf leisen Sohlen gehen, gehören, der Hund gehört der Frau, gelten, gilt der Ausweis. Gewinnen. Ein Schachspiel gewinnen. Glauben. An Jesus glauben. Haben. Zwei Hände haben. Halten. Die Fahne halten, Kurs halten, handeln, als Präsident handeln, heißen, wie heißt die Automarke, helfen, am Telefon helfen. Interessieren. Sich für Charts interessieren. Sich für seinen Kontostand interessieren. Kennen. Jemanden kennen. Französisch kennen. Eine Person kennen. Kochen, Reis kochen, Nudeln kochen, kommen, in die Bar kommen, können,
etwas können, Rauchzeichen geben können, lassen, sich etwas erklären lassen, laufen, auf der Straße laufen, leben, in der Natur leben, legen, das Besteck auf den Tisch legen, lernen, Deutsch lernen, lesen, ein Buch lesen, liegen, auf dem Sofa liegen, machen, ein Rennen machen, einen Umzug machen, meinen, ich meine, die Dame steht am Meer, mögen, jemanden mögen, müssen, auf den Rücksitz müssen, nehmen, in den Arm nehmen, nennen, den Namen nennen, reden, mit jemandem reden, sagen, Hallo sagen, schaffen, eine Karriere schaffen, scheinen, vor Gericht erscheinen, schließen, ein Fenster schließen, schneiden, eine Blume schneiden, schreiben, Hieroglyphen schreiben, einen Brief schreiben, sehen, eine Landkarte sehen, ein Tor sehen, sein, krank sein, zufrieden sein, in der Schule sein, setzen, sich an den gedeckten Tisch setzen, sitzen, auf dem Stuhl sitzen, am Pool sitzen, sollen, kein Fleisch essen sollen, spielen, am Computer spielen, sprechen, mit dem Baby sprechen, stehen, auf dem Berg stehen, stellen, sich an das Buffet stellen, studieren, in Frankreich studieren, suchen, den Blickkontakt suchen, tragen, Möbel tragen, eine Tasche tragen, treffen, eine Verabredung treffen, tun, sich zusammentun, verbinden, mit dem Internet verbinden, vergehen, die Mode vergeht, vergleichen,
zwei Brüche vergleichen. Verlieren. Gewicht verlieren. Verstehen. Zusammenhänge verstehen. Versuchen. Einen Sprung versuchen. Vorstellen. Sich ein kühles Bier vorstellen. Seine Familie vorstellen. Warten. Auf den Tod warten. Auf eine Verabredung warten. Werden. Um eine Auswahl gebeten werden. Wiegen. Sein Gewicht wiegen. Wissen. Wissen, was läuft. Wissen um die Bedeutung dieses Symbols. Wohnen. Im Haus wohnen. Wollen. Ich will lernen. Wir wollen lernen. Zählen. Das Geld zählen. Zeigen. Ein Buch zeigen. Bilder zeigen. Ziehen. Den Schlitten ziehen. Einen Zahn ziehen. Eine Waffe ziehen.